Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine neue Ausgabe von Schwarz-Weiß. Lasst uns über die dritte Folge von Star Trek Picard sprechen. Aber seid gewarnt, es wird zu Spoilern kommen. In bisher gewohntem Tempo beginnt die dritte Folge von Star Trek Picard. Nachdem zum Ende von Folge 2 zwar die Flucht der Crew rund um Picard geglückt war, waren ihnen die Verfolger dicht auf den Fersen. So sah sich Picards Crew dem zwielichtigen Ehemann von Annika Hansen, der Führerin der Galaxis, gegenüber, samt natürlich bewaffneten Sicherheitsteam. An Bord der La Serena gelingt es zwar, den Enter-Trupp in die Flucht zu schlagen, doch zwei Raumschiffe loszuwerden, die sie verfolgen, gestaltet sich etwas schwerer. Den Angriff auf die Crew überlebt Elnor nicht. Er wirkt noch recht an seinem Platz in der Sternenflottenakademie und während seiner Ausbildung. Man hat die Hoffnung, dass es das mit der Screen Time war. Als der Kurs für das Raumschiff feststeht, stellt sich nur noch die Frage, wer denn die komplizierten Berechnungen vornehmen wird, die notwendig sind, um einen Zeitsprung in die Vergangenheit durchzuführen. Kenner der Kinofilme fühlen sich hier sicher an das Abenteuer von Kirk und seiner Crew erinnert. Picard spricht es sogar auf der Metaebene in der Folge an. Dann wird der Crew bewusst, dass sie gar keinen Spock zur Verfügung haben. Dieser hatte immerhin in dem vierten Kinofilm diese komplizierten Berechnungen vorgenommen. Dafür steht Picard aber eine Borgkönigin zur Verfügung. Sie könnte es schaffen. Die Königin hat gleich das ganze Schiff dafür übernommen und bringt es auf Kurs in die Vergangenheit. Schöner Fanservice, schön, wie hier die eigene Geschichte bedacht wird und nicht künstlich etwas ganz anderes erfunden wird. Im Jahr 2024 angekommen, sorgen gleich technische Probleme für eine ziemlich raue Landung. Und als Picard sich zwischen der Rettung von Elnor oder dem Überleben der Borgkönigin entscheiden muss, fällt seine Wahl auf die alte Feindin, die Königin. Dann wird auch das Erzähltempo etwas herausgenommen. Der Verlust von Elnor wird betrauert, ein Plan für das weitere Vorgehen geschmiedet. Mit Elnor und Sochi wirkt es so, als konnten die neuen Autoren nicht viel mit diesen Charakteren anfangen. Das verwundert auch nicht, da außer bei Sochi keine tiefere Charakterentwicklung stattgefunden hat. Elnor aus der Serie zu schreiben, ist nachvollziehbar. Um Sochi ist es fast ein wenig schade. Sie hätte durchaus Potenzial. Zumindest als ein Nebencharakter. Der nun interessanteste Teil der Handlung ist sicherlich der um Picard und Agnes, die gut in ihrer Zusammenarbeit harmonieren und die Borgkönigin wieder zu beleben versuchen. Leichte Erinnerungen an den Film Der Exorzist werden wach, als sich Agnes mit der Borgkönigin verbindet. Tolles Schauspiel, tolle Mischung aus Grusel und Humor. Picard geht aber toll mit der Rolle des Mentors und dem Erbe seiner Vergangenheit um die Borg. Agnes kann ihr Vorhaben schließlich erfolgreich abschließen und die Königin verschwendet wenig Zeit damit gegenüber Picard ihre Bedingungen zu diktieren. Allerdings hat sie die Rechnung ohne Agnes gemacht. Dieser ist es gelungen, ihr die ersten wichtigen Informationen zu entlocken. Dies hat die Königin merklich beeindruckt. Es scheint noch eine gemeinsame Zukunft zwischen der Königin und Agnes zu geben. Aber dem, der glaubt, die Königin aus der ersten Folge der USS Stargazer Gegenwart, diese könnte Agnes sein, den
muss ich hier enttäuschen. Es hat sich gezeigt, dass die Borg sehr schnell ihre Königin wechseln, beziehungsweise diese gefährlich leben und schnell den Weg auf die Müllhalde finden. Da wirkt es eher unwahrscheinlich, dass eine Königin fast 400 Jahre überlebt. Außer das Borgschiff aus dieser ersten Folge stammt aus der Vergangenheit, wo Agnes assimiliert und die neue Königin wurde. Oder Agnes wird in eine andere Zukunft versetzt, wo sie schließlich zur Königin wird und dann mit ihrem Schiff zurück zur USS Stargazer reist. Beide Varianten halte ich aber eher für sehr unwahrscheinlich. Da halte ich es noch als wahrscheinlicher, dass wir Sochi am Ende der Staffel als die Königin sehen. Für die anderen drei noch lebenden Besatzungsmitglieder geht es währenddessen nach Los Angeles. Aufgrund verschiedener technischer Probleme finden sich alle drei an unterschiedlichen Positionen in der Stadt wieder. Denn weder die Transporter noch die Kommunikation funktioniert richtig. Klassisches Storytelling nach Schema F. Eine Mischung aus klar, das muss und Vorhersehbarkeit. Dass Annika und Raffi anschließend gemeinsam unterwegs sind, ist durchaus an der Zeit. So wirkt die Romanze der beiden aus der ersten Staffel stimmiger. Gerade Annika scheint an der Vergangenheit durchaus Gefallen zu finden. Schließlich wird sie hier einfach nur als Mensch und nicht als ehemalige Borg-Drohne gesehen. Was hier schon sehr präsent ist, ist das Raumfahrtprogramm zur Kolonisierung des Sonnensystems. Diese finden sich mehrmals im Hintergrund auf den einen oder anderen Plakaten. Im Gegensatz zu Raffi und Seven endet der erste Beamtransport für Rios ziemlich schmerzhaft. So kommt er nicht nur mit einer starken Gehirnerschütterung in eine Klinik, er verliert auch noch seinen Kommunikator und wird am Ende als illegaler Einwanderer verhaftet. Insgesamt ist die dritte Folge die bisher schwächste. Auch wenn sie mit der Borgkönigin, Agnes und Picard durchaus Highlights aufweist, wirken die anderen drei eher nur Beifang und Mittel zum Zweck. Das mag durchaus Sinn machen, im ersten Drittel etwas Tempo herauszunehmen, um weitere Handlungen vorzubereiten und die Welt mit Tiefe und Details zu versehen. Hoffen wir, dass dem so ist und sich nicht ein Trend abzeichnet. Wenn ihr mich und den Kanal aktiv unterstützen wollt, gebt dem Video doch bitte ein Like und lasst ein Abonnement für den Kanal da. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.